Willkommen zurück. Heute reden wir über die Vorteile eines großen Sozialkreises, wenn es um deinen Erfolg mit Frauen geht. Ich habe letztens mal ein Video zum Thema gemacht, wie man einen großen Freundeskreis aufbaut. Jetzt möchte ich dir aber noch mal erklären, warum das so wichtig und sinnvoll sein kann, wenn du mehr Frauen kennenlernen, daten und mit denen schlafen willst, Beziehungen finden willst. Das kann alles sehr sinnvoll sein, wenn du dir einen Sozialkreis aufbaust und den auch pflegst. Ja, und wenn du das ordentlich machst, dann kann das genauso bis noch effektiver werden oder sein, als wenn du auf der Straße Frauen ansprichst. Deswegen sei gespannt, was ich dir hier im Video verrate. Also, was sind die Vorteile eines großen sozialen Kreises? Warum ist das so gut, wenn es ums Thema Frauen geht? Du musst verstehen, dass Frauen auch gerne mit einem Mann schlafen, wenn das Ganze sicher ist, wenn es in einem sicheren Rahmen passiert. Wenn du eine Frau jetzt auf der Straße ansprichst, dann ist das Ganze ein sehr unsicherer Rahmen. Sie kennt dich nicht, weiß nicht genau, bist du nicht ein Axtmörder, das musst du natürlich klarstellen, dass du keiner bist. Und alles ist ein bisschen unsicher. Ja, also sie hat keine äußeren Quellen, die ihr sagen können, hey, alles cool mit diesem Mann, da musst du dir keine Sorgen machen. Das muss sie mit der Zeit herausfinden. Und da sie dich nicht kennt, will sie vielleicht die Zeit nicht in dich investieren. Wenn wir jetzt aber uns ein anderes Szenario vorstellen, nehmen wir an, wir sind auf einer Hausparty und du kennst den Gastgeber und der Gastgeber stellt dich einer Frau vor, dann weiß die Frau ja bereits, hey, du musst cool sein oder mal mindestens kein Axtmörder, sonst wärst du gar nicht auf der Party von diesem Typen, den sie auch kennt. Das gibt dir gleich so viel Social Proof. Social Proof bedeutet einfach, dass du durch das soziale Umfeld bestätigt wurdest sozusagen als normale Person oder als coole Person. Das gibt dir so viel Social Proof, dass du gleich auf einem ganz anderen Level arbeiten kannst. Ja, das ist der Nachteil, den du auf der Straße überbrücken musst. Sie kennt dich nicht und hat keine Außeneinwirkung, um dich einzuschätzen. Und Frauen sind nochmal viel mehr als Männer von diesen äußeren Signalen abhängig, die ihnen sagen, alles in Ordnung. Von anderen Menschen, die ihnen sagen, alles in Ordnung. Ja, wenn die Frau in den Freundeskreis kommt und alle Leute behandeln dich wie den König, dich, dann wird sie denken, du bist der King, du bist krass. Das hat sie nicht selbst herausgefunden, das wird sie auch nie, weil sie hat es schon längst angenommen. Einfach nur, weil andere Leute dich so behandeln. Das ist der große Vorteil, wenn du im sozialen Kreis Frauen kennenlernst. Der Nachteil vom sozialen Kreis ist natürlich, da kannst du es nicht so exzessiv machen. Also, wo du auf der Straße am Tag 10 Frauen kennenlernen kannst, läuft das im sozialen Kreis alles deutlich langsamer. Da wirst du dann eher auf, ich sag mal, längere Verführungen aus sein, auch längere Affären und vielleicht sogar längere Beziehungen. Weil wenn du jetzt in deinem Freundeskreis jede Woche eine andere flachlegst, dann hast du auch bald deinen Ruf weg und dann ist es wieder schlecht, weil diesen Ruf willst du nicht haben, der ist in den meisten Fällen negativ. Ja, du kannst es so extrem machen mit diesem Fickerruf, dass es wieder positiv wird, aber da musst du sehr, sehr viel machen, da musst du sehr tief in diesen Lifestyle reingehen und das werden die wenigsten Leute machen, deswegen halte ich es für nicht erwähnenswert. Das ist dann eher schlecht, deswegen willst du eher auf längere Affären gehen oder auf Beziehungen. Ja, das ist, wenn du das suchst, dann ist Sozialkreis eine super starke Sache. Auf der Straße gehen so kurze Dinge viel besser, weil selbst wenn sie dann mit dir schläft, niemand erfährt das. Sie muss sich auch keine Sorgen darum machen, dass irgendwer das erfährt. Aber wenn sie mit dir nur kurz schlafen will in einem Freundeskreis, das werden die Leute erfahren oder das könnten sie erfahren. Und dann steht sie vielleicht als Schlampe da und verliert ihren Ruf, verliert ihren Wert, Status, wir haben gestern darüber geredet. Deswegen sind die Frauen da vorsichtiger. Also im sozialen Kreis läuft das alles langsamer ab. Aber das ist ein Vorteil. Kann ein Vorteil sein für dich, wenn du dir Zeit lassen willst. Und wenn du einen großen sozialen Kreis aufbaust, enorme Vorteile, super, super wertvoll, wenn es ums Flirten und Frauen kennenlernen geht. Das Geile ist halt auch, dass du dann immer Frauen von außen mit in diesen Sozialkreis nehmen kannst. Auch Frauen von der Straße beispielsweise, die du kennenlernst hast, kannst du mit in diesen Sozialkreis nehmen, indem du bereits ein King bist, sage ich mal, indem du bereits etabliert bist. Und dieser Sozialkreis macht dich halt glaubwürdiger. Also wenn sie dann mit dir da in diesem Sozialkreis ist und sie sieht oder lernt diese ganzen anderen Menschen kennen, deine Freunde, und merkt, hey, die sind auch cool, dann wirst du nochmal viel mehr cool und in Ordnung sein. Dann wird sie sich denken, hey, alles cool, den kenne ich, der ist ganz normal, der ist cool. Ja? Also Frauen schlafen auch mit einem Mann, wenn es sicher ist, wenn sie ihn kennen. Und das kannst du über den Sozialkreis sehr, sehr einfach erreichen. Das andere Geile am Sozialkreis ist halt, dass auch je nachdem, wie du den Sozialkreis aufbaust, also wenn du sehr viel introvertierte Menschen drin hast, dann ist halt eher schlecht. Aber wenn du andere extrovertierte Menschen drin hast oder andere Menschen, die auch andere Leute kennen, dann bringen die auch mal wen Neues mit. Und da können auch Frauen bei sein. Und diese Frauen sind dann neu in deinem Sozialkreis.
Ja, das heißt, du kannst sie sozusagen an die Hand nehmen, kannst ihnen alle Leute vorstellen. Du bist der, der alle kennt. Sie kennt da niemanden. Das heißt, automatisch hast du einen höheren Status als sie. Einfach nur, weil sie neu in diese Gruppe kommt. Wir haben über Status geredet. So kannst du ganz, ganz einfach einen höheren Status darstellen und die Frau damit halt anziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja? Sozialgruppe, super wichtig, super essentielles Konzept. Deswegen solltest du neben dem Frauen auf der Straße ansprechen, was ich dir unbedingt empfehle, super, super gute Sache, würde ich dir empfehlen, trotzdem einen sozialen Kreis aufzubauen, einen großen Freundeskreis aufzubauen. Das hat natürlich tausend andere Vorteile, zumal lebst du auch länger. Ja, ich lese in letzter Zeit immer viel Studien, Thema Ernährung, Thema Langlebigkeit. Du lebst halt viel länger mit einem großen Sozialkreis. Das ist einer der größten Faktoren auf Mortalität, also auf Sterblichkeitsrate, wie groß deine soziale Umgebung ist. Du wirst natürlich viel besser fühlen, du hast Freunde und die Vorteile von Freunden muss ich dir wahrscheinlich an der Stelle nicht erläutern. Du wirst allgemein viel mehr Spaß in deinem Leben haben und natürlich auch mehr Kontakt haben, die dir dann vielleicht wieder beruflich weiterhelfen können. Das heißt, das spielt alles ineinander mit rein. Das ist alles, wirkt alles sich immer positiv aufeinander aus. Und dann kannst du die Frauen von der Straße mitnehmen in den Sozialkreis und das ist alles super easy, aber diesen Sozialkreis musst du natürlich erstmal aufbauen. Und dann kannst du dich quasi im Sozialkreis zurücklehnen, kannst das Ganze echt langsam angehen lassen. Du musst da auch nicht, also auf der Straße musst du alles relativ schnell machen. Ja, du musst schnell zum Nummern tauschen, du musst dann auch schnell zum Date, weil die Frau kennt dich nicht und hat keine Verbindung zu dir und wenn du es nicht schnell machst, nicht schnell genug machst, dann kann es alles wegfallen. Im Sozialkreis hast du genug Zeit. Da kannst du auch mit der Frau, sage ich mal, keine Ahnung, dich über mehrere Wochen kennenlernen, ohne dass ihr euch küssen müsst. Und es baut sich immer mehr Spannung auf, weil du weißt ja, wir sehen uns sowieso immer wieder im Sozialkreis. Deswegen kannst du da alles langsamer machen. Du kannst dich zurücklehnen, du kannst dich entspannen. Mach nicht den Fehler und mach nichts. Oder mach's zu langsam. Ja, wenn du merkst, das Interesse der Frau wird weniger, solltest du vielleicht irgendwann mal auch zu einem finalen Schritt ausholen oder hast es bereits verpasst. Ja, also nicht den Sozialkreis als Ausrede nehmen, aber die enormen Möglichkeiten des Sozialkreises solltest du mit einbeziehen und solltest du dir den aufbauen. Wenn du jetzt nicht weißt, wie das funktioniert, ersten Link in der Beschreibung habe ich nochmal das Video verlinkt, wo ich erkläre, wie du Freunde gewinnst, wie du Freunde aufbaust, sage ich mal. Das kostet mehr Zeit, ne? Das muss man ganz klar sagen. Wenn du jetzt rausgehst auf die Straße, dann kannst du innerhalb von Wochen, Monaten, vorausgesetzt du kannst das, kannst du bei mir lernen, kannst du innerhalb von Wochen, Monaten halt an den Punkt kommen, dass du sehr viele Frauen in deinem Leben hast. Im Sozialkreis ist das eher ein längerer Prozess, weil du diesen Kreis erstmal aufbauen musst und weil dann allgemein alles in diesem Kreis langsamer läuft als auf der Straße. Das muss dir bewusst sein. Aber du kannst halt beides nebenbei machen. Während du Frauen im Alltag kennenlernst, kannst du einen Sozialkreis aufbauen, die Frauen da auch mit reinnehmen und schon hast du enorme Glaubwürdigkeit und natürlich auch coole Unternehmungen. Dann geht dir vielleicht mal alles zusammen in Urlaub oder so und das stärkt nochmal den Sozialkreis. Und ja, ich muss dir den Vorteil von einem großen Sozialkreis, glaube ich, nicht weiter erklären. Damit würde ich mich auf jeden Fall auseinandersetzen, ganz egal an welchem Punkt du gerade bist, wenn es ums Thema Flirten, Erfolg mit Frauen geht. Selbst wenn du in einer Beziehung bist, vielleicht in einer schnellen Familie hast, macht es dann einen großen Sozialkreis zu pflegen, damit ihr auch die Chance habt, euch mal voneinander ein bisschen abzugrenzen, auch mal unter Freunden zu sein und damit sie einfach sieht, hey, obwohl ich diesen Mann jetzt sicher habe, ist er immer noch ein sehr sozialer Mensch. Das ist eine sehr anziehende Sache. Das heißt, auf jeder Stufe, egal wo du jetzt gerade bist, ist ein guter Sozialkreis, die Pflege eines guten Sozialkreises einfach wichtig und sinnvoll. Mach es und wenn du dazu noch weitere Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare. Geil, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bei mir eintragen, in der wir einen Plan für dich erstellen, wie du in den nächsten paar Monaten mehr Frauen kennenlernen kannst als jemals zuvor. Und rechts kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir das Video gefallen hat. Geil, dass du dabei warst. Bis morgen. Ciao.